Willkommen zurück, Reisende. Wir sind wieder bei No Man's Sky. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. In der letzten Folge haben wir eine lebende Fregatte bekommen und ein paar coole Haustiere und waren auf dem Weg zur Piratenmission, die wir jetzt machen werden. Mal schauen, da müssen wir hin. Immerhin gibt es hier, so wie es schien, keine Wächter. Ungefährer Standort. Was suchen wir denn? Bestimmt ein abgestürztes Schiff oder sowas. Oder ein Gebäude. Was ist das denn? Materialien, das auch. Auch Leder, ist ganz schön spät heute. Okay, kommt die jetzt auf einmal her? Da müssen wir mal landen. Unheimlich ruhig. Oh, das ist doch schön. Ja, interessiert mich gerade nicht. Nein, oh, da. Planet mit geringer Atmosphäre. Gibt es hier ein Tier? Also eins würde ja schon reichen. Lüsternes Ei. Also gar kein Tier. Okay. Wo müssen wir hin? 100 am Arsch. So weit weg. Gut, dass hier so wenig. Oh, ich glaube, da hinten ist es. Aber das sieht doch gut aus. Mal scannen, ob hier wirklich gar kein Tier ist. So ein Beutel. Dann ist Ei. Mit Tieren sieht hier sehr schlecht aus. Naja, Flora, nicht wann. Fauna leer. Dann können wir auch da hinten hin. Gut, dass wir so weit springen können auf dem Planeten oder Mond. So. Diesmal sind wir auch richtig. Was ist das hier für ein Haufen Schrott? Ah, 16 Millionen. Ja, reißen wir uns gleich nach der Nachricht unter den Nagel. Mal direkt verkaufen. So, Protokoll herunterladen. Ich versuche auf aus dem Protokoll des verlassenen Schiffs zu retten, was ich kann. Die Diagnosedaten deuten darauf hin, dass sie offenbar Opfer eines plötzlichen, überwältigenden Angriffs geworden sind. Unter den endlosen Daten, den unzähligen Warnungen und Fehlermeldungen, ausgelöst durch die Flammen, die das Schiff verzerrten, befindet sich das Fragment einer Aufzeichnung. Ein Einblick in die letzten Momente des Raumschiffs. Ah, irgendwas genau nach unten. Plötzlich verändert sich die Stimme. Gedämpfter Ruf des Piloten verklingt, beschnitten von Worten in einem klaren und kraftvollen Ton. Resist the red, we shall cut out its crimson eye. Das Ende der Nachricht wird von einem eindeutigen Navigationssignal begleitet, einem Treffpunkt, aber für wen? Rot dem scharlachroten Tyrann. Och ne, was ist denn jetzt kaputt? Mann, sind die am Nerven. Auch erledigt.
Also. Treffpunkt, Navigationssignal von der Absturzstelle. Aktiviere das Signal im Inventar. Gucken, wo wir hin müssen. Nicht dieser Planet. Gut, dann klauen wir jetzt das Schiff. Gehört ja keinem mehr. Der Pilot ist scheinbar tot. So, ja. So. Beanspruchen. Einsteigen. Ja, Schild braucht kein Mensch. Reparieren. Auch die sind. So. War nur das Schild und der Antrieb beschädigt. Dann können wir das jetzt zur Raumstation bringen und verhökern. Gott, ist das Ding langsam. Und dann können wir direkt zu dem nächsten Planeten. Dann bekommen wir immer ein paar Teile, die wir verkaufen können. Ups. Raumstation gerammt. So. Einmal rechts hoch. Und verschrotten. Echt, nur 2,9 Millionen gibt es dafür. So. Den Scheiß und den Scheiß haben wir bekommen. Die beiden hier können wir erstmal irgendeinen von den Händlern verkaufen. Die beiden, das da auch. Tiefsee brauchen wir auch nicht. Haben wir zwei. Und die wollte ich verschenken. Die sind für Machter. Die haben wir noch. Oh Gott, jetzt haben wir das falsche Schiff. Hier für die, für den Frachter. Das können wir drüben verkaufen. So. Das kommt zum Beispiel ein Frachter. Du kannst nur hier hinlagern. Waren dann noch im Frachter für den Müll. Das kann weg. Auch weg. Kann auch weg. Ja. So. Frachter. 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 Und wenn wir jetzt auf der anderen Seite kurz den ganzen Krempel verhökern. Und müssen mit unserem Solarflieger fliegen, weil er den ausgewählt hat, warum auch immer. Und tauschen den einfach auf den Planeten. Auch kein Problem. So. Kaufen. Das hier. Das da. Oh, guck mal, wir haben noch 20 Stase-Geräte mit. 300 Millionen. Auch verkaufen. Was waren das noch? Das da, oder? Automar-Regler. Das und das. So. Direkt hier noch mit den Reden schnell.
Weil da weiß ich nicht, wie weit fortgeschritten unser Meilenstein gerade ist. Also ein paar Wörter lernen. Brauchen hier nur anquatschen, zweimal auf 1 klicken und gut ist. So. Hier ist noch einer. So. Da ist eine Blume. Da ist einer. Zum Glück steht oben dann beim Namen, dass sie besucht sind. Dann klickt man nicht. Oh Gott, das ist so. Der war für ein Waffenterminal. Das haben wir noch nicht. Also hier Korvax. Dann sehen wir wenigstens, wenn er besucht steht, mit welchem der Vögel wir schon gequatscht haben. Eben noch nicht. Dem haben wir geredet. Dem Zwerg auch. Dem auch. Dem dann nicht. So. Den hatten wir auch noch nicht. So. Und der hier. Müssten alle gewesen sein. Müssen wir mit dem Ding fliegen. Dann sehen wir auch immerhin gleich mal die Solarflügel. Meilensteine. Also da haben wir jetzt 5 Meilensteine. Ne, 4, 5, 6 sogar. Für Aliens getroffen, aber nicht Wörter gelernt. So, wo müssen wir hin? Oh, Raumstation, ja, ja. Oh, nee, warte mal. Oh, das ist schlecht. Sehr schlecht. Der Treffpunkt liegt im All. Schnell Waffe einbauen. Ah, 16.000, immerhin. Haben wir noch ein Schild? So. Jetzt kommen nämlich Schiffe. Guck, eigentlich sind in den Kisten was drin. Also manchmal. Ah, getroffen. So. Ist jetzt natürlich schlecht, dass wir nicht unser richtiges Schiff haben. Aber es geht noch. Oh Gott, jetzt visiert er irgendwen anders an. So. Okay, waren das alle? Oh. Okay. Jetzt feindliche Schiffe besiegt. Verwende Raumschiffscanner C. Navigationssignal. Raumschiffe zerstört. Nachricht erhalten. Du willst uns folgen, deine Freiheit ergreifen, die großen Lügen des Atlas ablehnen. Wir werden sehen, ob du der Stimme der Freiheit würdig bist. Stellen uns im Ruf. Ich höre nur ein Rauschen als Antwort, ein leises Lachen im Rauschen. Sein Lachen. So. Folge der Stimme der Freiheit. So, da können wir immerhin unser Schiff wieder wechseln.
Haben wir das System umbenannt? Nein, haben wir nicht. So. Jetzt fliegen wir zum Trostlosen. Vorhin waren wir da nicht eben schon. Oh, sehen wir ja gleich. Ungefährer Standort. Ist immer gut, aber jetzt nicht wissen, was wir suchen. Also da wäre ein Gebäude. Dann halt mal dahin fliegen. Wir sehen ja gleich, was da der Scanner uns markiert. Aber vorher können wir jetzt erstmal hier noch speichern. Ah, wir müssen da hin. Wir kommen da aber nicht hin. Ah, jetzt. Oh, nee. Das war zu weit. So. Aikin-Observatorium. Ruhmreicher Überlebender, willkommen. Der Pfad zur Freiheit ist, werden unsere eigenen Meister sein. Frei von der roten Illusion, ein Himmel für die Starken. Nach dem Ende der Übertragung beginnt das Terminal, einen Sicherheitspass auszudrucken. Offenbar eine Einladung, diese Stimme der Freiheit zu treffen. Einladung annehmen. Eintrittskarte in die Freiheit, jo. Was ist eine Eintrittskarte für? So, gibt's hier noch irgendwas? Aktivier den Pass. Hier. So. Sichere Systempass von der Stimme der Freiheit erhalten. Kehr zu deinem Raumschiff zurück. Oh, wir nehmen aber das andere. Also. Aktuelle Mission. Das ist ein, oder? So, jetzt müssen wir auf der Raumstation landen, die vom Piraten kontrolliert wird. Und dann alle anquatschen, bis wir den richtigen finden. Dann dürfen wir nochmal anquatschen. Um uns umzusehen. Oh. Aber erstmal, oh, zwei Planeten, oder so. Direkt mal gucken. Grün da und der dahinter. Seht ihr wieder. Dateneinspeisung, Sequenz erhalten. Quelle unbekannt. Keine Ahnung, was das ist. Trostloser Planet. Also die Planeten hier sind auch noch scheiße. So. Kurz warten, bis es sich aktualisiert hat.
Sprich mit den Personen. Ja. Mit den Händlern natürlich nicht, weil das wäre schwachsinnig. Ja, so bla. Fragen. Fragen. Gut. Frag die Gesetzlose 2. So. Unter dem Rebellenstellen. Aktualisiert. Ah. Jetzt sollen wir einmal mit den Händlern reden, um zu sehen, was hier gibt. Hier gibt es jetzt die X-Module. Fällt mir ein, brauchen wir noch irgendeins? Holzwerfer, Geologie, Zyklon, Bahnschutz, Scanner, Treu und Positron. Nehmen wir mal mit. So. Hier oben kriegen wir Missionen. Kommen wir verschiedenste Sachen. Oh, ein Kampfläufer gehören. Und mal die meisten Sachen sind in normalen Systemen gut was wert. Also man könnte die auch direkt hier bei dem kaufen. Die drei oberen. Und dann im normalen System verkaufen. Kann natürlich sein, dass man aber auf dem Weg dahin gescannt wird. Sonst hat er jetzt nichts gebrauchen können. Hier könnte man seinen Exo-Anzug upgraden. Das ist der Computerkern. Umreicher Überlebender. Der verheißene Stern soll dein sein. Glas, 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 Glas. Kehre zu deinem Schiff zurück, um Abdock-Prozess zu starten. Geh kaputt. Der cool. Der gelb? Oder wirkt er nur hier drin gelb? Wo ist denn der Typ? Ist der das? Ne, der ist das. Zeig mir dein Schiff. Ja, ist gelb. Aber hat oben so ein Ding, da sieht man wieder nichts. Okay. Transporter mit dieser krummen Nase. Also Jäger hier haben alle oben diese Finne. Dann sieht man ja wieder nichts. Rechts wäre ein Teleporter. Also, was? Verlasse die gesetzlose Station, kehrt zu deinem Schiff zurück um den Abdock-Prozess. Ah. Stationsflugkontrolle, Alarm, Reisegenehmigung ausstehend. Stimme der Freiheit wird die Atlasstelle nicht zulassen. Neugesicht trägt unsere Stimme. Du musst deine Spuren verwischen. Nimm dieses Dokument, unterbricht die Verkehrsaufzeichnung eines Stationskerns. In der Dunkelheit wird deine Stimme frei sein. So, einen gefälschten Pass bekommen. Ein gefälschter Raumschiffregistrierungsdokument. Diese digitale Signatur ist garantiert frei von früheren Verbrechen oder Vergehen. Kann verwendet werden, um alle negativen Fraktionsstatus-Aufzeichnungen bei einem Raumschiff Raumstation-Kern zurückzusetzen. Schwarzmarktware erworben. Verkaufe Schwarzmarktware in regulären Systemen. Schmuggeln kann höchst profitabel sein. Ja, nee, ich wollte aussteigen, wollte mir das Schiff angucken. Nee, das hat vorne so ein Ding. Das geht ja mal gar nicht. Das ist wie ein Bieröffner. Und das hier hat nur einen Antrieb auf einer Seite. So. Also, wir sollen jetzt den gefälschten Pass, den wir gerade erhalten haben, auf dem Stationskern in dem normalen System anwenden. Ja, einen coolen Antrieb. Möhring können wir hier auf alles schießen, was wir lustig sind.
Aber da wir davon eh nichts brauchen. Hier kommen nämlich dann keine Wächter. So. Also, wir sollen jetzt in irgendein System. Oh, er schlägt uns sogar eins vor. Das ist ja doof. Ich habe es nicht umbenannt. Wie konnte ich nur? So, direkt behoben. Also. Piratenmission weiterverfolgen und zu einem Stationskern. Drei Sterne System. Also ein reiches System. Oder wohlhabend. So. Sechs Planeten. Mal gucken. Ein heißer Planet. Jetzt lassen die sich wieder nicht scannen. Verlassener Planet. Wer jemals Anomalieplaneten finden, damit wir die Tiere scannen können. Das eine Tier. Einsamer. Marsplanet, das könnte ja ein einer ohne Drecksstürme und sowas sein. Wächter werden nicht angezeigt. Können wir nach der Mission mal gucken gehen. Faulender Planet. Ja, und einer ist hinter diesem Riesending hier. Gucken wir uns noch den letzten Planeten an. Und dann geben wir die der Mission weiter nach. So. Ah. Brannter Planet. Okay. Wo ist die Raumstation? Da. Das ist jetzt eher ungut. Aber... Er hat nämlich den gefälschten Pass entdeckt. Wären wir draußen geblieben, hätte man auf uns geschossen. Aber wir sind ja zum Glück schnell genug gelandet. So, mit dem gefälschten Pass, wenn wir auf Schiff in dem Piratensystem oder sowas geschossen haben, sollten wir uns immer einen holen und dann hier einfügen. Atlas-Überwachungsablink. Höchstalarmstufe. Ungewöhnliche Aktivität entdeckt. Beginne Überprüfung der Reisedatenbank. Registrierungsdokument akzeptiert. Verkehrsmuster unauffällig. So. War das alles oder kommt noch was? Atlas-Sequenz 8 von 16. Cool, wenn er meint. Jetzt fertig? Ja. Und wenn man die das erste Mal abschließt, bekommt man als Belohnung so einen Kapuzenhelm, den man sich hier dann beim Aussehensmodifikator also anziehen kann. Ich müsste den eigentlich schon haben. Ich kann den ja euch mal kurz zeigen. Was die Mission ist. Dann können wir auch gucken. In der Nautilon-Mission gab es auch einen Kopf. So, wie geht denn das jetzt hier? Der ist das. Haube der Freiheit. Die bekommt man zum Abschließen der Mission eben gerade. So. Auge der Kopf. Ah, das ist bestimmt der Helm von der Nautilon-Mission. Wäre cool, wenn er nicht so
rot leuchten würde. Und dann habt ihr die Helme jetzt auch gesehen, die wir uns erspielt haben. So. Wir wollen jetzt uns den Grasplaneten, grünen Planeten, Grasplaneten. Naja, der sehr nah an Paradiesisch kommt, anschauen. Die Piratenmission konnten wir erfolgreich abschließen. Aber wieder waren das jetzt hier schon wieder. Habt ihr da hinten, oder? Ah, ich will jetzt nicht extra hinfliegen und sehen, dass es der falsche ist. Grasplanet. Oh, das ist der richtige. So. So. Hoffentlich ist es nicht wieder nur ein Inselplanet. Weil wir haben ja, wie wir wissen, etwas sehr viel. Ach du Gottes, was ist das denn? Ja, kann ich nicht lesen. Botschaft des Atlas annehmen, ja super. Aber wir haben doch jetzt gar nichts bekommen, oder? Ich habe aber auf Annehmen geklickt. Aber bekommen haben wir nichts. Seltsam. Also es sieht auf jeden Fall cool aus. Ich will jetzt auch ungern drauf schießen. Boote des Atlas. Und drauf schießen klappt nicht. Ja, nee, klappt nicht. Keine Ahnung. Jetzt hat ja da hinten die Farbe geändert. Oder planetenweiter Sturm. Würde mich ja jetzt nicht wundern, weil wir da jetzt ja landen wollen. Also rechts unten stand vorhin bei die Säuberung Sequenz 2 von 16. Jetzt sind wir bei 8 von 16. Also fehlen uns bestimmt noch ein paar Meilensteine. Oder andere Missionen, die wir vorher erledigen müssen. Keine Ahnung. Letztes Mal habe ich die halt währenddessen gemacht, die Atlas-Mission, und nicht in 1. Aber das werden wir ja sehen, wenn wir mit dem sprechen. So, stimmt, voll die hässliche Farbe. Dreck. Steine und nur Inseln, wa? Ja, immer so ein Glück. Ja, oh Herrgott. Wenn das Schimmelbälle sind, drehe ich durch. Ah, das sind Pilze. Nasenbildender Dunst. Super. 107 Grad, ja. Wieder ein Scheißplanet. Wer hätte das erwartet? Wie viele Tiere gibt es hier? 13, ja, kannst du knicken. Wir haben so ein Pech mit Planeten, das kann ja wohl nicht wahr sein. Können wir das wenigstens auch umbenennen? So. Wir haben noch ein bisschen Zeit und gucken jetzt mal nach den Missionen. Ja. Den Atlas, das machen wir ja in 1. Dafür haben wir leider noch nicht. Ja,
Hier. Da fehlt uns, wir brauchen 10. Und ob wir bei den anderen auch überall 10 brauchen, ist mir nicht bekannt. Aber das und das können wir in 1 machen. Jeden Alien anquatschen und Wörter von ihm lernen. Würde sich das beides zusammenfallen? Wir haben ja auch noch keinen Planeten mit, also keinen Anomalieplaneten wieder gehabt. Ah, stand da eben, wir haben nur 18 von 300 Rezepten. Oh Gott, haben wir viel noch nicht gesehen. Okay. Cool. Dann werden wir jetzt einfach in das nächste System fliegen. Blaues System. Die Anomalieplaneten können halt überall auftreten, also werden wir noch mal ein paar Minuten schauen, ob wir irgendwas finden. So, 5 Planeten, ein Mond. Eingehende Nachricht. Du bist nicht allein. Du kannst nicht zum Zentrum reisen. Du kannst uns das nicht antun. Du kannst uns nicht verlassen. Entweder sind wir real oder wir gehen einfach trotzdem. Real war ein cooler Laden. Das Zentrum jeder Galaxie ist der Atlas. Es alles andere nur Schnittstellen, nur ein Schatten seiner Macht. Du hast das nicht verdient. Du wirst uns alle auslöschen. Zoret. Fragen, woher er das weiß. Ich habe getan, was ich tun musste. Das habe ich dir gesagt. Ich konnte nicht sterben, ohne zuvor alles gesehen zu haben, was es zu sehen gab. Ohne. Ich habe getan, was ich tun musste. Aber der Atlas lässt mich nicht mehr hinein. Er spricht nicht mehr mit mir. Er fragen, was Null getan hat. Ich habe solche Gräueltaten begangen, Reisender. Ich hatte keine Wahl. Entweder sie oder ich. So war es immer. Sie oder ich. Ich bitte dich, wenn du durch das Zentrum gehst, wenn du tust, was ich getan habe, wird alles zurückgesetzt. Er wird mich ersetzen, mich auslöschen. All diese Seelen, sie wären für nichts gestorben. Es war der einzige Weg, um weiterzuleben. Du musst mich verstehen. Leben für Leben. Leben für mehr Leben. Versorgten mich mit sie. All das kann nicht umsonst gewesen sein. Ich war dabei, alles zu sehen. Ich sage Lebewohl, als mich Null anschreit. Es ist mir noch einmal zu überlegen. Beende die Kommunikation. Es bleibt nichts mehr übrig, nur der Weg zum Zentrum. Ja, gut. Also, wir wollten jetzt gerade scannen. Also, da ist einer. Metall überzogen. Ist kalt. Ungesunder. Ja, super, zwei sind wieder dahinter. Verstrahlter. Das waren alle, ne? Müssen wir jetzt die beiden dahinter noch. Gehen wir am besten mal die Richtung. Weil auf jedem einfach zu landen wäre auch schwachsinnig. Und gucken, wie viele Tiere es da gibt. Aber es scheint halt sehr schwierig zu sein, einen Anomalieplaneten zu finden. Gemäßigter. So. Mond des Lichts, ja, das ist zum Beispiel so einer. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Hier müssten wir Deko finden und hier gibt es auch nur ein Tier. Wenn das so ein Lichtplanet ist. Es ist ein Lichtplanet. Nein, oh, oh Gottes Willen. Ich hab die Taste gedrückt. Voll den Planeten reinbeschleunigt. So. Zack. Eins von eins gefunden. Ah, so geht das. Haben wir das als Haustier? Das ist jetzt die eigentlich wichtige Frage. Aha. Foto, Foto. Hm, geiles Bild von dem Tier. Hm. Soll mal rufen. Foto, Foto. Ja. 2 von 3. 1 von 3. Foto, Foto. Ah gut. Das da ist Foto. Wo ist er denn? Meine Güte. So, nee. Dann jetzt hin. Da. Hungernd. Ja, oh, lass mich dem doch ein Leckerli geben, Herrgott. So. Also. Foto, Foto wegschicken. So. Dann können wir uns. Oh Gott, das will doch geradeaus. Oh, Mensch, ist Kinders. Können wir uns den jetzt. Ist das Ding riesig? Essbarer Haufen, ja, okay. So. Trotzdem wollte ich jetzt gern noch die Deko von diesem Planeten haben. Also hier haben wir ganze 2 Stück. Das ist eine Riesenkugel. Da hinten ist noch eine Kugel. Also wir suchen so eine Lichtdinger, aber in einer anderen Farbe. Also die haben ja hier alle dieselbe. Obwohl der da ist grün und der ist blau. Aber so gelblich oder da hinten. Was und was ist das da? Fleischige Wurzeln. Den hier wollen wir nämlich mitnehmen. Ist ein Deko-Element. Dann kann man, findet man den in seinem Baumenü. Also. Wir haben jetzt hier keinen Basiscomputer, deswegen fehlen ja hier rum. Dann können wir den nämlich hinstellen. Und solange ausgewählt ist, können wir ihn öfter hinstellen. Also wir haben eine komische Wasserblitz-Lichtkugel. Wir können ihn dann nämlich öfters hinstellen, wenn er ausgewählt ist. Aber wenn wir ihn einmal platziert, dann verschwindet er auch aus dem Inventar. Den hier. Ah, der war da drinne. Okay. Da hinten ist noch. Oh Gott, diese Kugel geht mir jetzt ein bisschen auf die Nerven. Aber ich war schon mal auf so einem Lichtplaneten hier. Aber ich muss sagen, da gab es. Also, wenn überhaupt. Nur eine oder zwei Lichtkugeln auf dem ganzen Planeten. Das für Ding. So. Also da hinten wäre noch ein Licht. Wo kommt der jetzt auch mal her? Ich dachte, hier gibt es keine.
Wächter aufmerksam. Oh, ist aber nicht gut. Aktuelle Stimmung aktiv. Vertrauen 65%. Dann gebe ich ihm halt noch was zu futtern. Mal schmeicheln. So. Und damit wir auf mehrere Basen nämlich diesen Lichtding stellen können, müssen wir noch ein paar sammeln. Jetzt sind aber beide ganz schön weit weg. Ist auch schwer zu sehen. Da hinten war doch eben einer. Ich habe Sichtweite auf so ultra weit, aber rendern tut er das mal nicht. Dann nehmen wir halt den da. Und es gibt halt 11 Planeten, die jeweils ein Tier haben und so ein Deko-Element. Ja, cool, wenn wir im Laufe der Zeit alle finden. So, wie haben wir denn jetzt? 4. Also für 4 Basen oder Basiscomputer haben wir jetzt einen. Nehmen wir den 5. einen auch noch mit. Oh, und dann direkt den 6. gesehen. So. Da. Oh, da ist auch noch einer. Ist es sonst super schwer zu finden. Aber hier super viele von diesem Tier gibt es hier. Super viele von den Dekoartikeln. Ja, müsste jetzt aber reichen. 6 Stück, ja. Hier ist direkt einer. Nehmen wir den mit und können starten. Da ist irgendeine Pflanze. Dann. Oh Gott, sind hier viele, ey. Also. Den sollten wir umbenennen in Super Deko. Oder viel Deko, viel Tier. Irgendwie sowas. Also 4, ne, ja, mit B. So. Die anderen waren ja alle egal. Haben wir wenigstens einen gefunden, dem wir super an die Dekoartikel kommen. Dann holen wir jetzt unser Schiff. So. Und beenden dann die Folge. In der nächsten werden wir wohl ein bisschen weiterreisen. Weiter nach so einem Planeten schauen. Um das hier voll zu kriegen und auch auf die Raumstation gehen. Bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt, gerne liken und abonnieren. Guck jetzt noch schnell, ob hier auch eine Raumstation war. Oder ob das schon wieder so ein System ohne ist. Scheint aber eins ohne zu sein. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.